Er ist klein, flink und schlau. Der Jack Russell Terrier ist ein entzückender Kerl und begeistert mit seiner frechen Art viele Menschen. Aber glaubt bloß nicht, dass der kleine Hund ein Schoßhündchen wäre. Wir erklären in diesem Video, woher kommt der Jack Russell und was macht ihn aus. Freut euch auf spannende Infos. Und wenn ihr noch mehr zu Hunden wissen möchtet, abonniert doch unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um immer über neue Videos informiert zu werden. Aber nun alles zu der kleinen Rakete. Rasseporträt Jack Russell Terrier. Der Jack Russell Terrier hat seinen Ursprung vor über 150 Jahren in Großbritannien und verdankt seinem Namen einem Pfarrer. Ja, richtig gehört. John Jack Russell war aber nicht nur ein religiöser Mann, sondern auch ein begeisterter Fuchsjäger und Züchter von Foxterriern. Seine Hündin Trump gilt als die Stammmutter der Russell Terrier. Wegen der aufkommenden Fuchsjagd im damals britischen Australien wurden kleinere Hunde bevorzugt. So entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der kurzbeinige australische Jack Russell Terrier. Es gibt noch eine britische Variante. Der Parson Russell Terrier ist etwas hochbeiniger. Gewöhnlich werden aber beide Varianten als Jack Russell Terrier bezeichnet. Jetzt wisst ihr schon einmal, dass der Jack Russell ein echter Jagdhund ist und das macht ihn aus. Aussehen und Merkmale. Der Jack Russell gehört zu den kleinen Hunderassen. Er kann zwar seine 40 cm erreichen, aber im Durchschnitt hat er eine Schulterhöhe von 25 bis 30 cm. Mit einem Gewicht von 5 bis 6 Kilo ist er eher drahtig und kräftig. Sein Körperbau ist länglich und seine Beine kurz. Klar, das war ja auch ein Grund für seine Züchtung. Sein Kopf mit der langen Schnauze ist klar umrissen. Besonders charakteristisch sind seine V-förmigen, nach unten geklappten Ohren. In Kombination mit seinen dunklen, mandelförmigen Augen wirkt er wirklich sehr niedlich. Sein Fell ist überwiegend weiß mit schwarzen, braunen oder lohfarbenen Abzeichen. Die Fellfarbe kann aber sehr variieren. Schon wegen seiner äußeren Erscheinung kann man verstehen, warum der süße Kerl so beliebt ist. Aber er hat auch einen echt starken Charakter. Furchtlos, selbstbewusst und leicht größenwahnsinnig, so lautet die liebevolle Kurzbeschreibung eines typischen Jackies. Seine Herkunft als Jäger kann er einfach nicht leugnen. Er ist unglaublich bewegungsfreudig und hinter allem her, was sich bewegt. Auch mit größeren Herausforderungen nimmt er es gerne auf. Weil er so wachsam und schlau ist, eignet sich der Jack Russell auch gut als Wachhund. Aber er ist auch sehr anhänglich und sucht immerzu den Kontakt zu seinem Besitzer. In ihm findet ihr einen wirklich treuen Freund. Und wie geht man am besten mit so einem kleinen Energiebündel um? Kommen wir zur Erziehung und Haltung. Klein, aber oho, das trifft kaum besser auf etwas zu als auf den Jack Russell Terrier. Der muntere kleine Jackie hat es faustdick hinter den Ohren. So lieb wie er ist, so viel Beschäftigung fordert er auf. Für seine Erziehung braucht ihr daher Konsequenz und Ideenreichtum. Mit vielen Spieleinheiten und Apportieren werdet ihr seinem ausgeprägten Jagdtrieb gerecht. Aber ihr solltet bedenken, ewiges Bällchen holen wird ihm nicht reichen. Er braucht Abwechslung und immer neue Herausforderungen. Und viel Auslauf. Der Jack Russell freut sich über ein Grundstück, das er bewachen und verteidigen kann. Das Zusammenleben mit anderen Haustieren sollte erst einmal vorsichtig angetestet werden. Jack Russell fühlen sich also bei aktiven Menschen wohl, die viel Zeit für sie haben und gerne mit ihnen toben. Bei viel anregender Beschäftigung ist er ein ausgeglichener und freundlicher Begleiter. Weniger Aufwand habt ihr mit seiner Pflege und Ernährung. Die Fellpflege ist bei dem glatthaarigen Jack Russell Terrier sehr einfach. Bürste und Kamm reichen völlig aus. Rauhaarige Jackies sollten gelegentlich getrimmt werden. Und wie bei jedem Hund an die regelmäßige Kontrolle von Krallen, Augen und Zähnen denken. Wegen seiner leichten Auffälligkeit für Zahnstein könnt ihr einem Jack Russell ja öfter mal einen Kauartikel geben. Das Energiebündel braucht Futter, das seinem Aktivitätsgrad entspricht. Bei weniger Bewegung setzt ihr nämlich schnell an. Achtet also immer auf eine ausgewogene Ernährung. Womit könnt ihr euren Jackie am besten beschäftigen? Ist er auch so ein lustiges Kerlchen? Wir sind wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare. Ciao, ciao, kläff, kläff und bis zum nächsten Rasseporträt. Ihr könnt gespannt sein.